I'm playing her? Oh boy! Woo! Okay, das ist cool. What? Oh, wait. So geht's. Okay, cool. Okay. Ja, diese Bio ist in allen Varianten ein bisschen cooler als die andere. Oh wow, okay. I did not realize that one. Links oder rechts, Chat? I guess. Wir kriegen nicht mal die Auswahl. Ups. Oh, nehmen wir mal, ich kann an Wänden hochkrabbeln. Das ist unverschämt, Mann. Ups, okay, ich sollte den nicht fighten. Auch wenn ich unbedingt fighten will mit dem, aber ne. Die Idee ist einfach nur zu rennen. Okay. Jank. I take it. Gott, das ist so eine coole Idee. Ich hoffe, es gibt später einen Mode, wo du das Spiel mit verschiedenen Dimensionen etwas spielen kannst, I guess. Oh ja, sie ist way cooler als die andere. Holy shit. Gerade rauszufinden. Ob das so eine Kombo ist wie mit den Kettensägen im zweiten. Du kannst hier definitiv chargen, diese Dinger. Run while you can.
Okay. Oh. Oh Gott, what the fuck is this thing? Während Bayonetta kämpft, treten ihre Seele und die des Dämonen in Resonanz und erzeugen eine besondere Energie. Wirke bei voller Energie beides zusammen. Okay, cool. Wo ist der Balken dafür? Unter meiner Hälfte. Okay. What the fuck is this? Hä? Oh, ich muss auf den Dingern fallen. Okay, I get it. Okay, okay, jetzt habe ich es erst verstanden. Kannst du mich bitte nicht rausschmeißen? Ich bin noch nicht wieder fertig. Okay, was ist das? What the fuck?
Ich mag Spider-Bayonetta. I don't know why. Right. No! Ich könnte doch nicht einfach meine neu gefundene Waifu einfach killen. Nein! Okay, das war ganz klar Murata Netta. I'll take it from here. Jetzt jede eigene Dimension ihre eigene Bayonetta, das wäre so geil. You will be avenged, I swear it. And so will Sean. I see as well as convinced you to aid her. I can't believe or change. Go through hell trying to break mine. What the fuck is happening? Das ist nicht wie Highlander, ne. Kaiju Battle! Range Attack! What
Okay, ich verstehe. Je nachdem, was er macht, das ist quasi Schere, Stein, Papier. Nur halt mit riesen Kaijus. Einen Schlag zu. Nice, er versucht zu blocken. Beziehungsweise er versucht zu beißen. Okay, lass mal schießen. Bevor du hier ankommst, ne, hast du schon dreimal den Hit gefressen. Wir haben beide gebissen und er hat gewonnen, okay. Ich wollte blocken, aber ich habe vergessen, dass ZR der hintere Button ist. Mit Blocken schlägt das, aber Blocken macht keinen Schaden. What the fuck? Blasting some lasers. Check. Wow. Sich das Herz rauszureißen, ist vielleicht nicht ganz so klug. I know most of Inferno prefers a taste of the righteous. But I'm sure you'll satisfy someone. Shine collected. Oh wait, one game. I'm not much for waiting patiently. And I suppose that girl isn't either. So, das Weirde, was mir aufgefallen ist, ist Erz-Eva ist gefallen, so... The original is dead.
There is only other dimensions Bayonetta's left. Waffeninfos bitte. Okay. Zubehör Premium-Hammer steht absolut zum Laden bereit. Superspiegel Beta 1. Oh boy, ist Superspiegel Beta 1 genau das, was ich mir denke? Kinda want this. Auf der Kostüm im Unternehmen kannst du beinahe das Kostüm, dessen Farbe und die Farbe ihrer Haare ändern. Okay. Interessant. Das Coole ist halt, dass das hier mit Halos gebastelt wird. Braucht schon andere. Obwohl, nee, ich kann ja einfach. Okay, das ist halt cool, ne? Muss ich den ja lassen. Was konnte ich jetzt holen? Ich konnte irgendwas kaufen. War das Zubehör? Oh, Premium Hammer. Folterangriffe erhöhen Dämonenblut. Okay. Interessant. Scharlach, rote Schaden. Let's go. Wir bewegen einfach niemanden. Cool. Oh, schwenken wir jetzt sofort zu Viola und ja. Damn homunculi beat me to the punch. Lucky for them, I'm not looking for a fight. While they hammer on the front door, I'll make my way in from above. What is this? Stealth kill. Sie hat also Linksform, hä? Spy action. What? Ha!
Nope. Seems the hotline has been disconnected. Space is no mere tax target. These bastards myself. Okay. What is this? Ein besonderes Kraftfeld innerhalb der Basis beeinträchtigt Jones Magie. Höhlendämonen können nicht beschworen werden. Nutze Lüftungsschächte und Türen, um nicht entdeckt zu werden. Lass du geht mal unbemerkt von hinten an, kannst du sie mit nur einem Schuss ausschalten. Dies aktiviert auch die Hexenzeit. Hinter Türen lassen sich zwei mächtige Waffen finden, feuere sie mit Y ab. Okay. Wahrscheinlich Lüftungsschacht hier drüben oder so. Oh, Lüftungsschacht da auf der rechten Seite, ich sehe es. Nur warten, dass er da unten in die andere Richtung kommt. Dankeschön. Was ist das? ZL betreten. Was ist das hier? Okay. Das bringt mich nur nach hier. Der da oben hat mich bisher nicht gesehen. Da komme ich da nicht rüber. Habe ich jetzt die Etage fertig? Was ist das hier? Oh, das lädt mein Leben wieder auf. Okay. Interessant. Alles sehr, sehr interessant, ja. Ups. Hm. Ich guess, wir können noch eine Etage weiter runter. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Eine Etage über mir, maybe? Now.
Das ist so ein weirdes Ding. Ja, okay, ich muss da unten an den an das Ding. Okay, ich sehe es. So, das ist Tarnung, okay. Ich brauche den Aufzug hier unten. Now. Good night. The whole facility is overrun. But from the looks of this equipment, it appears the doctor knew just what to expect. Easy, amateurs. You were just in the way. Good night. Ich habe Klopapier gefunden. Das ist Lore. Na, wie komme ich da hoch? Die Leiter führt nach unten. Ich will ja nicht nach unten. Ah, I see. Okay. Kann der da an der Seite sich mal bitte umdrehen oder so? Also wenn du keine Special Weapons hast, ist das sehr ätzend, die zu killen. Okay, ich muss irgendwie Laser killen. Frage ist, wie ist hier ein Aufzug oder so? Hier ist kein Aufzug, ne? Au, das kann ich nicht, okay. Muss ich irgendwie nach oben schießen, maybe? Now. Why? Excuse me. Okay, was ist mit dem Typen da auf der Seite? Hier drin. Hey Sami. Dreht er sich um oder hat er da spastische Anfälle? Ha!
Gott, wenn ich keine Spezialwaffe. Okay, ein Fein. Wie ist das Game bisher? Merkwürdig. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss nach einer Etage über mir. Ich bin so dumm. Ich habe nicht auf den Aufzug geachtet. Es ist Bayonetta, aber es ist irgendwie auch Nintendo. Es ist schwer zu erklären. Okay, ich muss hier rein. Und das hier ist eh nur... Das hier ist was komplett anderes. Das hier ist irgendwie eine Side-Mission. Es ist halt, die haben irgendwie so ein Multiverse-Angle genommen und, I don't know, es ist weird. Aber wenigstens sind die Dinger nicht zu hart, weil das ist halt überhaupt nicht das Gameplay, was die letzten 4 Stunden irgendwie da war. Okay, die blauen sind also John-Missionen. Und das hier ist also, gut, dass es hier 10.000 Achievements gibt, die ich alle irgendwie nicht... Verborgener Wasserweg. Verwandel dich in QTJ und... Okay. Gib mir wieder Bayonetta, please. I'm confused. Außerdem will ich das Outfit anlegen für Hip Tokyo Bayonetta. Oh, das ist nicht gut. Eine Dimension nach der anderen burselt einfach weg. No time to relax, I see. Okay. Step 1. Wo ist Costumes? Hell yeah! Mikunieta, let's go. Okay, I'm down. I'm down. Okay, wo ist die andere Waffe? Whoops, that's the wrong one. Okay. Let's see. Das Ding ist kaputt. Das ist nice. Ist hier oben irgendwas? Hier oben ist gar nichts. Okay. Ich verstehe halt echt immer noch nicht, was die mit diesen Open-World-Passagen hier versuchen wollen. Aber das ist super weird. Aber gut, dass meine Waffen gerade Jojos sind. Also wie auch immer das Jojos sind, aber hey. I take it. Was haben wir denn hier? Lore. Jetzt haben wir so noch mehr von diesen Booster Packs, wo ich immer noch nicht weiß, wofür ich die brauche. Wie komme ich denn darüber? Da soll ich auch hin, ha? Huh? Okay. Das ist ja, diese Passagen verstören mich total. Dieses, oh ja, such mal in der Open World nach Shit.
Gott, Jojo sind Fun. Ich bin mir noch nicht sicher. Es gibt definitiv ein paar Sachen, mit denen ich überhaupt nicht agree. Also zum Beispiel, dass dieser ganze Open-World-Kram ist super weird. Ich weiß, Meisterzeit läufst du eh nur so rum und beschwörst über deinen Riesensummon, der halt einfach alles super easy kaputt haut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Sweet Spot gibt, wo du stehen kannst mit der Waffe. Ja. I see. Ich weiß nicht, ob man den Trailer gesehen. Ich habe literally nur den Release-Trailer gesehen. Ich habe sonst gar nichts gesehen zu dem Spiel. Okay, was haben wir hier? Da, da oben. How the fuck am I supposed to do this? Oh. Magst du wieder hochfahren? Nice. Was halt auch interessant ist, ist deine Movement-Ability basically davon abhängt, welche Waffe du hast, ne? Weil jetzt habe ich Schmetterling. Und wenn ich die Waffe wechsle, habe ich Scooter. Mit der Scooter habe ich einen coolen Spider-Man-Swing. Der actually keinen davon hat, weil der Momentum beinhaltet. Okay, da oben war ich schon. Da drüben war ich. Ich meine, ich kann das hier kaputt machen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber hey. Wait, ich hab. Now, where has Kitty gone off to? Nursing a skinned knee, perhaps. Ja, das ist die große Frage. Wo sind Kestia und Dings? Viola. Ich könnte jetzt da reingehen, ne? Oder ich könnte da an der Seite das ganze Ding erkunden. Und ich sehe jede Menge zum Erkunden. Ja, schau ja mal, wo. Ich wusste halt, das Ding ist halt, ich wusste halt, dass Viola existiert, aber ich wusste nicht, dass die diesen fetten Cheshire Kater, die man hat. It was a nice surprise. Ein Schlüssel, hä? Ich weiß aber noch nicht, wo ich den benutzen musste. Mal gucken, zu dem Trailer zu sehen. Wie gesagt, ich habe nur den einen Trailer gesehen, wo sie am Anfang quasi oh Gott, wie heißt das Game? Wo sie am Anfang so ein bisschen, du siehst quasi nur die Kaiju und den anderen Shit und dann ist plötzlich, oh guck mal, hier ist das komische Maskottchen von Astral Chain. Das ist der einzige Trailer, den ich gesehen habe. Warum ist meine Kamera gerade so stuck? Weird. Wo will ich hin?
Ach so, stimmt. Ich kann ja Wände hochkrabbeln. Da war ja was. Oh Gott, mein Brain. War das gerade eine angebrochene Kiste, die ich ein bisschen angeschlagen habe und die dann irgendwo anders hingeportet ist? Oder habe ich mir das eingebildet? Ne, die fliegt jetzt hier durch die Gegend. Gut, dass es noch genug Parallelwelten gibt, anscheinend. Nicht hier runter? Das sieht ziemlich tödlich aus. Meinst du, ich sehe das nicht, Spiel? Es ist halt weird, dass du jetzt einfach eine, I guess, Overworld hast mit dieser Tool-Insel, wo du die ganze Insel erkundest. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Okay, das haben wir alles eingesammelt. Da oben waren wir noch nicht drauf, weil ich da wahrscheinlich nicht hin kann. Kann ich versuchen, hier hoch zu klettern, I guess? Moment. Okay, hochklettern ist weird. Ich glaube, hier soll ich nicht sein. Ich glaube, die Kamera möchte mir deutlich klar machen, you are not supposed to be here. Das heißt, da oben ist nichts. Außer der lustige Fels, der da hinten einfach in der Luft schwebt. Ja, hier oben ist einfach Grenze. Hier geht es definitiv runter und ich suche immer noch den Punkt, wo ich den Schlüssel einsetzen kann. Das bringt mich nur nach hier, okay. Das letzte Schlüsselding war halt hinter einem Wasserfall. Vielleicht ist es auch hinter der Tür hier. Ist auch eine Option, dass das mal hier runter. Whee. Okay, ich darf nicht komplett runter. Cool. Halt echt nicht? Warum leuchtest du, Schlüssel? Möchtest du mir sagen, deine Tür ist in der hi. Cool. Das Einzige, was mir gerade ehrlich gesagt fehlt, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Kann ich? Ich kann basically nur eine Waffe ausrüsten. Ich kann nicht Waffen an Händen und Füßen ausrüsten. Sobald ich einmal irgendwas ausgerüstet habe, ist es immer ein eigenes Waffenset. Interessant. Weil ich war gerade am Überlegen, weil ich finde die... Der Angriff ist halt ein bisschen aber der hier ist ziemlich cool. Dachte ich mir, hey, dann nehme ich jetzt einfach die Pistolen an die Hände, aber das kann ich anscheinend nicht mehr.
not picking up. What the fuck ist mit dir los, Kiste? Okay. Wo ist das einfach ein anderer Weg hier rüber, den ich eben nicht gesehen habe? Oh, hier ist einfach ein Sidepath. Oh, okay, den habe ich echt nicht gesehen. Okay. Gut, da ich den Pfeffer aber fertig habe, kann ich jetzt mal hier drauf steppen und gucken, was hier passiert. Wenn ich drauf stehen bleiben würde und nicht runtersleib wie so ein Vollidiot. Willst du die anschießen, oder? Okay, anscheinend nicht. Weil I guess es ist Zeit, durch die Tür zu gehen. Mit what? Mach mal auf. Okay. Hi. Ich weiß halt echt nicht, was ich von dieser Overworld halten soll. Oh, das hier ist wieder eine andere Dimension. Okay. Wieder so eine andere Dimensionsgeschichte, hä? Gespannt, wo wir diesmal landen. Letztes Mal sind wir in Japan ausgekommen. Hinter vielleicht noch irgendwas. Na, so kreativ waren sie anscheinend nicht. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ich hätte echt gern, ob der das Outfit in die Cutscenes übernimmt. Ich habe das Gefühl, die Cutscenes sind in Engine. Ich muss darüber. Okay. Das hier fühlt sich halt eher an wie so, weiß ich nicht. So eine Mario Overworld, hey, ich laufe von A nach B. Aber wozu hast du denn die Kapitelauswahl? Macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, es ist okay, wenn du beides hast, I guess. Dann kannst du ja aussuchen, ob du Overworld explorst oder ob du einfach die Kapitel machst. Aber man muss ja auch nicht exploren. Ich bin noch zwiegespalten darüber. Ich weiß nur, dass mich der Collectible Shit mit den Krähen und den Dings nervt, den Katzen. Ist hier oben da irgendwas? Okay, weißt du, was ich mal gerade... Ich möchte gerne mal Infos haben, zu der Waffe. Aha.
Okay, wir werden die Sachen verbinden mit den Runden. Okay. Oh, die haben alle ZL. Okay. Jetzt nicht unendlich viele. Oh, wait. Natürlich haben die nicht unendlich viele Kombos, weil. Wo ist es? Das Ding hat ja einen eigenen Tree. Oh boy. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen durcheinander gewirbelt ist. Cause holy shit. Okay, das ist ein Doppel-R. Okay. Was sind wir hier? Ah, das ist Kaskadentechnik. Das ist Lounge nach oben. Das ist Dings. Schuss aufladen, um Netz abzufeuern. You know what? Sure. Was war das hier? Zweimal R, okay. Nach unten. Und das ist Dings, ne? Afterburner, ja. Das sind die R-Kombos. Oh ja, we can now talk. This is more than enough. Okay, was haben wir hier? Ranziehen. Okay, I take this. Verlängert uns das Netz. Wait, aber wo wir schon mal hier sind, bei Butterfly. Ja, verlängert Betörung bitte. Das ist nämlich pretty good. Okay. I wonder what alternate reality awaits me this time. Ehrlich, ich meine, wir haben schon die Mikro-Reality gefunden, so. What the fuck is this shit? Fearlessly. I feel a bit inspired to take up arms myself.